Ja, aus meiner Sicht eine kurze Analyse von unserem Auftaktspiel in Wiener Neustadt. Obwohl natürlich die Verantwortlichen in Wiener Neustadt alles getan haben, dieses Spiel durchzubringen und das auch eine große Leistung war, war natürlich der Platz sehr langsam, weil sehr viel Sand in diesem Platz war. Deswegen war es schwierig, dass man schnelle, flotte Kombinationen spielen kann. Und der Gegner ist sehr tief gestanden, hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Und wir haben im Spielaufbau leider Gottes viele Fehler gemacht, aber haben trotz allem absolutes Übergewicht im Spiel gehabt, absolutes Übergewicht an Chancen gehabt. Wir hätten die Partie eigentlich gewinnen müssen, sind einerseits ein bisschen am mangelnden Glück und natürlich auch am gegnerischen Torhüter gescheitert, der einen richtig guten Tag gehabt hat. Trotzdem bin ich jetzt im Nachhinein froh, dass wir dieses Spiel gespielt haben, dass wir schon ein Bewerbsspiel in den Beinen haben, jetzt wo es ins Happelstadion geht zum 300. Wiener Derby.